Langer Pass auf Patrick Pohl. David Deck auf Cook. Ah, gute Möglichkeit für Dresden. Tor! Martin David Deck im Nachschuss. Ja, etwas glücklich zustande gekommen. Da hat auch Ryan Nye noch an die Mantel geschossen und von da aus ging sie, glaube ich, ins Tor. Ja, und somit führen die Dresdner Eislöwen mit 1:0. Ja, 5 Minuten genau sind gespielt. Und der Gastgeber geht mit 1:0 in Führung. Martin David Deck. Mit seinem 10. Saisontreffer. Katrin, ganz liebe Grüße auch von uns beiden zurück. Uns hast du auch gegrüßt. Brandon Cook. Tor! Tor! Abgefälscht die Scheibe noch vorm Tor. Und wieder ist die Reihe um Höller, Cook und Davidek. Guck mit dem Schuss und dann wird die Scheibe noch abgefälscht. Von Mirko Sacher. Und somit hat Ryan Knight da überhaupt keine Chance, den Schuss zu parieren. Ja, ich denke, Mirko Sacher war es, der die Scheibe noch vorm Tor abgefälscht hat. Ja, und damit, ja, wie aus heiterem Himmel, die 2:0-Führung für Dresden. Ja, war nicht wirklich zu erwarten. Spiel so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Mirko Sacher mit seinem 11. Saisontreffer bereit. Ja, es gibt den Videobeweis. Hauptschiedsrichter, ja, gehen zum Videobeweis. Könnte natürlich eine Torwartbehinderung bzw. Tor am Abseits gewesen sein. Die Möglichkeit besteht. Das sehen wir von hier nicht. Wir würden es gerne in der Wiederholung zeigen. Ja, Robin, du kannst. Gute Nachricht. Ja, das Replay-System ist mittlerweile da. Wurde zusammengebaut. Muss alles noch getestet werden. Und dann kann es endlich weil losgehen, auch bei uns mit dem Replay. Volker Schnabel hat uns das Ganze unter den Weihnachtsbaum gelegt. Ja, wenn alles passt, dann zum nächsten Heimspiel, nächsten Freitag. Auf jeden Fall, wenn. Auffällig auch, es gab erst eine Strafe, also sehr fair die Begegnung. Ja, das außerdem, obwohl beide Mannschaften ja im oberen Teil der Tabelle sind mit den Strafen. Ja, und ein Tor. Der Schiedsrichter entscheidet darauf, dass es kein Tor war, erklärt das jetzt hier Bill Stewart. Und damit bleibt es bei dem Spielstand von 1:0 für Dresden. Wir sind immer noch beim Eishockey. Und da gehört einfach Körperkontakt dazu. Schuss nochmal von Thomas Schmidt und er rutscht da irgendwie durch. Ich habe es gar nicht genau gesehen. Ich auch nicht. Jetzt zählt der Treffer. 2:0 für Dresden. Thomas Schmidt von der blauen Linie. Für ihn der 6. Saisontreffer und damit kurz vor der Pause, vor der ersten 7,2 Sekunden, um genau zu sein, die 2:0-Führung für Dresden. Ja, und im letzten Heimspiel auch schon getroffen und davor glaube ich auch schon. Also der kommt immer mehr in Fahrt jetzt. Und wir haben sich so die ersten Male auf dem Eis wieder angefühlt nach langer Verletzungspause. Einerseits super für den Kopf, weil man sich riesig freut, wieder einen Schläger in der Hand zu haben. Andererseits war es... Ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Tor für die Dresdner Eislöwen, wir reden gleich weiter. Martin Davidek erneut der Torschütze. Hat er durch die Beine von Ryan Nye geschossen. Und erhöht damit auf 3:0 für die Dresdner Eislöwen. Und damit Doppeltorschütze Martin Davidek. Ja, wir sind bei dir stehen geblieben auf der Eiszeit. Genau. Also ist natürlich für den Kopf sehr erfreulich, wenn man wieder einen Schläger in der Hand hat. Für den Körper nicht ganz so, weil nach 6 Wochen absolute Ruhe, das fühlt sich an, als ob man noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat. Das ist bei uns jedem bewusst. Jeder arbeitet jeden Tag sehr hart dafür. Und wir hoffen, dass jetzt so schnell wie möglich Klick macht und dass wir den Schalter umlegen können. Ja, ihr habt ja auch noch einen Trainerwechsel gehabt bei euch. Und muss ich erneut unterbrechen, sorry. Erneut Tor für die Dresdner Eislöwen. Den Torschuss habe ich jetzt leider nicht gesehen, aber erneut ging der Schuss durch die Beine von Ryan Nye. 80 Rupprich. Diesmal der Torschütze. Und damit
Mittlerweile 4:0 für die Dresdner Eislöwen. Gerade mal 2 Minuten gespielt im zweiten Drittel. Tja, Daniel, eine sehr hohe Führung jetzt schon für die Dresdner Eislöwen. Das ist natürlich eine Katastrophe für uns. Mit einem 1:0 eigentlich aus dem ersten Drittel wäre ein super Ergebnis gewesen. Das wäre dem Spielverlauf auch gerecht worden. Dann 7 Sekunden vor Schluss noch das 2:0 zu kassieren, das tut weh. Aber die haben offensive Qualität. Die müssen so auf Eis bringen. Ja, sie können es ja. Wir haben es ja zu Beginn des Spiels schon gesagt. Man hat Bietigheim geschlagen, man hat Frankfurt geschlagen. Also man kann das ja eigentlich. Na, jetzt eine Rangelei zwischen Höller. Ja, Höller, Schläger ist schon mal weg. Handschuh bleiben aber an bei beiden Spielern. Na, ich kann es leider nicht erkennen, wer es bei den Gästen ist. Ja, ich auch nicht so richtig. Ja, Nummer ist auch noch nicht zu erkennen. Ja, jetzt gehen. Ja, beide bekommen eine. Beide bekommen eine Strafe. Ja, beide bekommen eine Strafe, aber Sven Fischer hat gerade seine Hände in die Hüfte gestreckt. Das heißt eigentlich 10 Minuten Strafe. Deswegen warten wir jetzt mal ab, was die endgültige Entscheidung ist. Also, sorry, also 2 Minuten verstehe ich, ganz klar. Übertriebene Härte, aber plus 10, warum? Also keine Handschuhe ausgezogen, nix. Das war eine normale Rangelei. Ja, das gehört zum Eishockey dazu. Damit macht sich der Schiedsrichter hier nicht wirklich beliebt. Und das macht vor allem auch keinen Sinn. Also für ausziehende Handschuhe gibt es immer die plus 10 eigentlich drauf. Und das war bei beiden nicht der Fall. Er nimmt eigentlich die komplette. Ja, bis Jort nimmt zu hin, akzeptiert. Ja. Aber ein hämisches Grinsen in seinem Gesicht. Er winkt auch ab, bis Jort. Ich kann mir genau vorstellen, was in ihm vorgeht, was er gerade denkt. Ja, er brodelt schon wieder. Ja, der dritte Finne in den Reihen der Dresdner. Nach Teemu Rinkinen und Ville Hämäläinen. Ja, da haben wir schon einige Finne jetzt im Kader, die das Erbe von Sami Kartinen antreten wollen. Ja, ich wollte es gerade sagen, die Dresdner Eislöwen haben mit Finn gute Erfahrungen gesammelt. Ich erinnere nur an Iro Itemis, der Aufstiegsgoalie, Sami Kartinen, Tommy Pöhlinen. Ja, und jetzt gibt es die nächste 10-Minuten-Strafe. Ja, gegen Krimitschau erneut, das ist lächerlich. Ja. Also sorry, das ist... Was auch immer der Schiedsrichter da gesehen hat. Ja, Marc Lida genauso verwundert. Man weiß nicht, was jetzt da verbal vielleicht für Worte gefallen sind. Das, was wir jetzt gesehen haben, war, dass Magali am Bulli stand und weggeschickt werden sollte. Ist nicht gleich weggegangen. Und darauf, also wir wissen halt, genau, du hast gesagt, wir wissen nicht, was an Worte gefallen ist. Ja, jetzt hat natürlich die Strafbank der Eispiraten ja fast keinen Platz mehr. Ja. Unsportliches Verhalten. Rinkinen zurück zu Rajala. Ja, da hat Krumensch nicht damit gerechnet, dass er die Scheibe bekommt. Konter jetzt hier über Patrick Pohl. Setzt sich gut durch gegen Tor! Was für eine Aktion von Patrick Pohl! Das war ein Bilderbuch-Tor! Tor in Unterzahl für Krimitschau! Und da sah Teemu Rinkinen nicht gut aus, der Stürmer der Dresdner Eislöwen. Aber auch was für eine Stoppentechnik von Patrick Pohl. Überragend und dann in die lange Ecke, in den Winkel. Ja, auf die Fangerseite von Kevin Asjuk. Und damit haben wir einen neuen Spielstand hier in Dresden. 4:1 nur noch. Die Gäste verkürzen in Unterzahl. Und das kann jetzt natürlich nochmal die Gäste jetzt wieder mit 4 Feldspielern, die Dresdner Eislöwen vollzählig. David Deck, Rajala. In der blauen Linie wartet Mirko Sacher, Rajala. Und Tor! Davidek! Erneut Davidek, der Hattrick! Wenn er trifft für Dresden, dann trifft er immer dreifach. Und damit nutzen die Dresdner Eislöwen das Überzahlspiel. Und gehen jetzt hier mit 5:1 in Führung. Ja, und holen den alten 4-Tore-Vorsprung.
wieder zurück. Ja, und wir haben den ersten Punkt von Juso Rajala gesehen im Dress der Eislöwen. Er mit der Vorlage auf Martin Davidek. Ja, und für ihn natürlich ein Abend nach Maß. Ja. Das ist wirklich schon fast wieder so, als wenn er sich für Bayreuth wieder aufwärmt. Das erste Spiel in Bayreuth hat er auch schon 3 Tore erzielt. Dass die da mitlaufen können und dann muss er schon mal den einen oder anderen Big Save auspacken. Das ist ihm heute leider nicht wirklich gelungen. Ja, schwarzer Tag für ihn. Und dann haben die Dresdner ja unter der Woche nochmal auf dem Tor. Ist es, der Goldhelm macht's. Sniper Cook schlägt wieder zu und baut die Führung auf 6:1 aus. Ja, Ludwig, du guckst ja so schön auf den Bildschirm. Leider haben wir noch keine Wiederholung hier in Dresden. Das kommt aber. Brandon Cook, der Torjäger vom Dienst. Ja, wenn er da die Scheibe bekommt und frei zum Schuss kommt, da ist er einfach eiskalt und der haut die Dinge auch im Schlaf ein. Ja, Stimmung jetzt hier im letzten Drittel. Sehr, sehr gut. Ja, deutlich besser geworden. Von Dresdner Seite auf jeden Fall. Feiern hier standesgemäß. Und so könnte es öfter sein oder immer sein. Sehr gerne, ja. Ja, einige Krimmelschauer haben den Block schon verlassen. Sind, denke ich mal, schon auf den Heimweg. Ja, enttäuscht natürlich bei dem Ergebnis. Verständlich auch ein Stück weit. Ja, damals gewinnen die Dresdner Eislöwen diese Partie mit 6:1. Ja, und setzen sich damit fest auf dem dritten Tabellenplatz. Ja, dadurch, dass er Kassel verloren hat, auch die Partie Ravensburg, Weißwasser schauen wir noch ein bisschen, aber... Ja, das steht aktuell 1:1. Wir gehen gleich nochmal auf die Ergebnisse ein.